Und ein wohlbekanntes Gesicht bei Phoenix besucht die beiden Parteitage der Demokraten und Republikaner. Als Gast der Universität von Wyoming herzlich willkommen Andrew Dennison. Die Diskussion um Biden als Vizepräsidentschaftskandidaten, hat sie Barack Obama geschadet oder hilft sie ihm? Ich denke, es hat ihm geholfen. Es war zwar eine vielleicht langweilige Entscheidung, aber es war eine sehr vernünftige Entscheidung, denn es bringt gerade das, was Barack Obama nicht hat, nämlich Erfahrung, auch Erfahrung in der Außenpolitik. War es nicht so ein bisschen die Angst davor, dass ihm seine außenpolitische Schwäche vielleicht die Kandidatur kosten würde oder beziehungsweise dann das Amt des Präsidenten? Und außerdem heißt es, er würde jetzt seine Rolle dieses Change, dieses unbedingten Wollens des Wechsels verlassen. Ja, also mit Sache Wandel, Change, ist es immer eine Balance. Man muss natürlich auch die Erfahrung und Urteilungsvermögen haben, um Präsident zu sein. Und die Entscheidung für Joseph Biden, erfahrene Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses, der Senat, war eine, der auch auf der Zukunft gerichtet war. Man weiß ja nie, wann wieder eine Krise kommen wird. Und das ist der Angst von der Obama-Leute, dass eine Krise John McCain eher profilieren würde als Barack Obama. Daher die Entscheidung, die vernünftige Entscheidung, denke ich, für Joseph Biden. Viel diskutiert die Rolle, die Hillary Clinton hier spielen wird und die Anhänger hier spielen werden. Sie hat heute klar gesagt, unterstützt Barack Obama. Werden Sie ihr folgen? Ich denke, sie wird wirklich die größte Mehrheit ihrer Verfolger hinter sich haben. Die werden hier jubeln, wenn sie sich für Obama äußert. Natürlich ist das die offene Frage, auf dem alle schauen werden. Wie äußert sich das? Kann man sagen, dass die Demokraten wirklich geeint sind, enthusiastisch und dass sie auf die Straße zur Wahlurne gehen werden im November? Das werden wir gleich sehen, denke ich, in den nächsten Tagen. Eine Rolle zu ihrem Mann Bill Clinton wird auch hier sprechen, hat in der Auseinandersetzung im Vorwahlkampf teilweise aus Sicht der Barack Obama Leute eine unglückliche Rolle gespielt. Welche Bedeutung hat hier der ja sehr populäre Präsident? Der war ja Präsident, sehr populär als Präsident vor allem, zwei Amtszeiten, und er hat eine wichtige Rolle hier, kein Zweifel. Er wird dafür sprechen, dass die Demokraten hinter Barack Obama sich stellen, aber jeder wird danach in den Detail, in den einzelnen Sätzen reingehen, um zu schauen, ob das irgendwie qualifiziert worden war oder ob irgendwelche Interessen an irgendwelche Rollen dahinter stecken. Aber wir können erwarten, dass Bill Clinton sein Bestes tun wird, diese Saal hinter Barack Obama zu bringen. Warum sprechen die Umfragen eine andere Sprache als das, was die Menschen zunächst über die Wochen wahrgenommen haben? Diese ganze Popularität von Barack Obama scheint dahin. Sie liegen gleich auf. Was sind die Gründe? Eine gewisse kann man hier sehen, Ermüdung der Wähler nach so einer hart ausgetragenen Vorwahl. Er muss die wieder neu beleben, reanimieren, seine Unterstützer für den letzten harten Etappe, dieser Wahlkampf, die letzten drei Monate. Und das ist auch Aufgabe dieser Convention, nicht nur seinen Anhänger wieder zu animieren, sondern vor allem über diese 45-45% Unterstützung hinauszugehen, indem er Amerika erklärt, wer er ist und wofür er steht, weil er ist immer noch eine große Fragezeichen für viele Amerikaner. Letzter Punkt, man darf nicht vergessen, mindestens 40-45% der Amerikaner sind Republikaner und sie sind nur sehr ungern bereit, für einen Demokrat zu stimmen. Vielen Dank, Andrew Dennison, für die Analyse jetzt zu Beginn dieses Parteitag. In wenigen Minuten geht es dann hier richtig los. Der Parteitag läuft, wie gesagt, schon eine knappe Stunde. Aber heute, am Eröffnungstag, haben die Demokraten bereits einige Schwergewichte hier vorgestellt, die sie nachher präsentieren wollen. Ich sage nur Jimmy Carter, ich sage nur Teddy Kennedy und natürlich dann die eventuell First Lady, wenn es im November dann tatsächlich soweit kommt, Michelle Obama, die Frau des Präsidentschaftskandidaten. Das war es für heute aus Denver. Wir melden uns natürlich in den nächsten Tagen immer wieder und damit zurück zu dir, Michael Kruntz.